Ja, grüßt euch und Servus hier beim dritten Teil vom Review Chematest 35. Hier in diesem Teil schauen wir uns die Reagenzien genauer an. Wir machen dann auch eine photometrische Messung, also kurz und knapp. Wir machen eine elektrometrische Messung und natürlich zu guter Letzt mein Fazit. Also dranbleiben und viel Spaß! Hey, das Ganze ist ein Mehrteiler und wenn du von vorne starten willst, dann guck unten in die Box, da habe ich dir den Teil 1 verlinkt. Ich würde vorschlagen, wir starten direkt mit den Reagenzien. Man muss wissen, Reagenz ist nicht gleich Reagenz. Wenn wir jetzt die Reagenzien von Swarm uns anschauen, dann sind die auch für die professionelle Anwendung in Laboren geeignet und auch hergestellt. Hier ist es vor allen Dingen wichtig, dass ich eine DIN-konforme Messung habe, ja, im Schwimmbadbereich und das Ganze nach DIN, EN, ISO 7, ich blende es euch unten ein. Wenn du also nicht sicher bist bei deinen Reagenzien, ob die DIN-konform oder die DIN-Anforderungen erfüllen, dann frag einfach mal den Händler deines Vertrauens, ob er folgende Kriterien erfüllt. Also einmal bei der freien Chlorwertsmessung brauche ich in der Reagenz diesen Phosphatpuffer, und dieses DPD-Sulfat und bei der Gesamtchlormessung, also Reagenz für die Gesamtchlormessung, dieses Kaliumjodid. Und wenn das Ganze deine Reagenz erfüllen sollte, dann ist es DIN-konform. Okay, diese Swan-Reagenzien, die kommen hier in diesen 45 Milliliter Fläschchen an und die halten für etwa 200 Messungen. Die Haltbarkeit, ja, ist folgendermaßen angegeben: ein halbes Jahr bei Zimmertemperatur und am besten hier im Kühlschrank lagern. Bei etwa 5 Grad haben wir hier oder kriegen wir hier die Gewährleistung auf ein Jahr. Ja, solltet ihr das Ganze im Kühlschrank lagern, denkt dran, das ist ein Gefahrstoff. Ihr seht hier das eine Piktogramm und dementsprechend ist hier die Blisterbox schon mal genial. Hier ist das Ganze fest verschlossen. Und wenn ich dann vielleicht einfach noch draufschreibe im Edding, lieber Kollege, der mir immer meine Brotzeit weg isst, dies hier ist gefährlich. Für deine Chlorwertmessung, also freies Chlor und Gesamtchlor, hast du jetzt hier diese 4 Reagenzien. So kommen die quasi geliefert. Einmal den Oxycon Start. Dann haben wir der Oxycon DPD 1A und 1B und wir haben den Oxycon 2 für die Gesamtchlormessung. Hier ist es folgendermaßen: 1A und 1B kommt als Lösungsmittel und in Pulverform. Das verlängert natürlich die Haltbarkeit, denn sobald ich das Ganze hier scharf mache quasi, ja, ich schütte den Löser rein, löse das Pulver und dann ist das Ganze scharf. Und hier gibt es dann 2 Monate Haltbarkeit. Wenn wir uns nochmal auf diese 45 Milliliter beziehen, 200 Messungen, ich rechne jetzt einfach ein Becken, 3 Messungen am Tag, mal 30 sind im Monat 90 Messungen, in 2 Monaten 180 Messungen. Dann ist das Ding auch ansatzweise leer. Der Vorteil hier ist, ich kann jetzt einfach mal für ein Jahr bestellen. Gehen wir jetzt wieder von unserem Beispiel aus, das eine Becken. Dann kaufe ich mir das quasi 6-mal. Und wenn das eine leer ist, nehme ich das nächste, mische das Ganze zusammen, habe die Reagenz scharf, notiere mir hier nochmal das Datum, dass ich einfach nachvollziehen kann, wie lange habe ich das Ganze schon im Einsatz.
auf die Frage hin, ob ich auch andere Reagenzien mit dem Chema-Test verwenden kann. Ja, das kann ich. Aber ich muss bedenken, ich bekomme eine Gewährleistung bei diesen Reagenzien von einer Messgenauigkeit von 5% bis zu einem Chlorwert von 3 Milligramm pro Liter. Wenn wir jetzt unseren Standard-Sollwert im Schwimm- und Badebecken nehmen von diesen 0,4 Milligramm pro Liter, dann sind es 0,02 Milligramm plus oder minus. Und das ist mal eine Hausnummer, das muss erstmal jemand nachmachen. Kommen wir zur photometrischen Messung. Ich habe hier schon mal vorbereitet, Messgerät, Küvette mit dieser Küvettenhalterung, die Reagenzien, die Spritze und meine Messprobe, im Grunde mein Messwasser. Ja, wer aufmerksam zugesehen hat, der wird festgestellt haben, dass meine Messprobe jetzt hier die ganze Zeit schon rumsteht. Hier möchte ich einfach nochmal dazu sagen, für diejenigen, die sich erstmal die Messproben ihrer 527 Schwimmbecken mit in die Aufsicht holen, um sie dann nacheinander schön gemütlich durchzumessen, ja, ist Bullshit. Denn das Chlor baut sich ja ständig ab. Ja, und dann habe ich natürlich kein genaues Messergebnis. Hier für die Demonstration, wir machen hier keine Schulung, wie man Chlor misst, sondern ich möchte nur auf ein paar Punkte eingehen, um euch zu zeigen, was hier das Besondere ist. So, kommen wir zu den Küvetten. Hier hat sich Swan was Besonderes einfallen lassen, und zwar mit diesem Küvettenhalter. Damit wird einfach verhindert, dass ich ständig an das Küvettenglas komme und ich dann Fettverschmutzungen oder Kratzer oder sonstiges habe, die einfach dann auch mein Ergebnis verfälschen können. Und gewährleistet ist hier zum einen, gut, ich hole es aus dem Koffer raus, jetzt hier am Flaschenhals, steck's rein und komme eigentlich gar nicht mehr in den Kontakt damit. Ja, jetzt ist es natürlich für denjenigen, ja, der sich mit der Küvette direkt am Schwimmbecken sein Messwasser holt und dann hier den Pi mal Daumen-Dings macht, blöd, denn dann habe ich ja wieder hier die Verschmutzung dran, muss es wieder abwischen, es kommen vielleicht Kratzer rein. Es ist alles nicht so ideal für ein genaues Messergebnis. Deswegen hier dieses Teil, aber da kommt die Spritze ins Spiel, denn ja, wie soll ich jetzt hier das Messwasser reinkriegen? Ich bin eigentlich nicht der Freund von diesen Spritzen, ja, die verwende ich ständig. Ich weiß nicht, ob sich da drin vielleicht Ablagerungen bilden, die dann auch wieder eben die Messwasserprobe verfälschen können. Ja. Aber in dem Fall machen wir das. Zack, aufziehen, 10 Milliliter. Okay, haben wir noch ein Bläschen drin. Ja, ganz professionell und schießen das hier rein. Zack. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren Punkt. Dieser Deckel hier oben, das ist Silikon. Ja, und wenn ich hier diesen Halter verschließe, dann ist nicht nur quasi gegen Licht geschützt, sondern es kann hier auch nichts mehr raus. Also, ja, also es verschließt auch die Küvette, dass nichts mehr rausgeht. Ja, im nächsten Schritt würde jetzt kommen, dass wir erstmal den Nullpunkt ermitteln lassen und dann starten wir die freie Chlorwertmessung und beenden das Ganze dann über die Gesamtchlormessung. Jetzt ist es so, dass man eigentlich für die Gesamtchlormessung eine eigene Küvette nimmt. Denn durch das Kaliumjodid in dieser Reagenz können Rückstände an der Küvette bleiben. Das würde bedeuten, bei deiner nächsten freien Messung oder freie Chlorwertmessung hättest du vielleicht schon einen Anteil vom Gesamtchlorwert und dann ein komplett falsches Ergebnis. Ja, das Ganze jetzt hier über eine zweite Küvette zu lösen. Ja, ich müsste das umfüllen, zum Beispiel. Ja, dann habe ich aber verschiedene Küvetten. Dann könnte ich das Ganze wieder komplett neu ansetzen und hätte aber wieder eine andere Küvette. Also
ist alles nicht so ideal. Man muss sich hier tatsächlich umgewöhnen, aber das geht ohne Probleme. Ich habe mir einfach angewöhnt, dass ich die Küvette danach richtig reinige und dann sollte das kein Problem sein. So, für die elektrometrische Messung habe ich jetzt schon mal alles vorbereitet. Unser Messgerät, unser Messwasser, die Elektrode, in dem Fall ist es die pH-Elektrode. Hier haben wir noch diesen Lieferschutzbehälter und eben die Kalibrierlösungen. So, jetzt gibt's Geräte, die haben die Elektrode fest verbaut und ich kann das jetzt nicht so empfehlen, denn es ist einfach noch nicht richtig gelöst, dass auch die Elektrode immer feucht gehalten bleibt über diesen Schwamm im Deckel, der dann anfängt zu schimmeln. Ich bin Freund von Elektroden und Vorteil auch hier ist einfach durch das Kabel, da muss ich mir nicht immer ständig bucken, sondern ich kann im Stehen wirklich die Elektrode ins Wasser halten und kriege hier einen super Wert. Ja, die Elektrode kommt bei der Lieferung mit diesem Silikondeckel geschützt. Er ist aber nicht für den Dauerzustand geeignet. Ihr kriegt es, ich hole mal die andere, ihr kriegt es dann quasi so in der Form geliefert und ist im Grunde nur dafür da, dass die Lieferung oder dass bei der Lieferung eben hier die Elektrode nicht in Mitleidenschaft gezogen wird. Dafür ist jetzt aber dieser Plexiglas- oder Acrylglas-Schutzbehälter und dann ist das Ding safe. Ja, ich kenne sehr viele, die einfach sagen, okay, die pH-Wertmessung elektrometrisch, das ist einfach, ja, ich messe lieber weiter mit meinen Tabletten oder mit meinen Tropfen. Dazu kann ich eigentlich nur sagen, es ist eine andere Messtechnik. Ja, und diese Messtechnik hat einfach viel mehr Fehlerquellen, aber auch eine enorm große Genauigkeit. Und was jetzt hier einfach der Fall ist, ich muss diese Elektrode dann öfters mal kalibrieren. Das geht auch hier ganz easy, unkompliziert. Das Ganze ist in 2-3 Minuten erledigt. Und dann weiß ich aber auch nach dieser 2-Punkt-Kalibrierung, dass das Ding einwandfrei läuft und ich ein super Messergebnis habe. Rein vom Ablauf her, ich hole mein Messgerät, mache auf der Stirn oder auf der Kopfseite eben den entsprechenden Anschluss auf und schaue jetzt hier wieder nach dem Pfeil, zack, eingesteckt und dann kann man das Ganze starten. So, die Elektrode rausholen, ja, man spült sie normal nochmal mit einem Deonat ab. Ich kann hier dann meine 2-Punkt-Kalibrierung machen und dann halte ich sie einfach in mein Schwimmbecken oder in mein Messwasser. Ja. Wichtig hierbei zu achten, dass sich hier unten keine Luftbläschen irgendwie festsetzen. Also dann nochmal ein bisschen hin und her wackeln, ja, ein bisschen eintauchen und dann kann ich messen. So, im letzten Abschnitt testen wir noch die Bluetooth-Funktion, also die kabellose Datenübertragung. Dazu habe ich jetzt meinen Laptop schon mal hier. Der kann Bluetooth, ja, das ist schon mal Voraussetzung. Jedes Handy kann es natürlich auch. Also ich werde den Bildschirm mit aufnehmen und nehme euch hier quasi live mit. So, im ersten Schritt gehen wir mal, und das ist ganz wichtig, dass wir den Chrome-Browser nehmen, und zwar in der aktuellsten Version und geben dann hier einfach, ihr seht es jetzt hier schon in den Suchfunktionen, ich habe es schon ein paar Mal getestet, einfach CT-App Swan ein, zack, und jetzt habt ihr hier die Möglichkeit, entweder direkt über den Link reinzukommen oder wie es wahrscheinlich beim ersten Mal dann der Fall sein wird, hier über die Internetseite von Swan. Und dann habt ihr hier die Verlinkung. So, gehen wir da drauf und wir sind direkt drin in der CT-App. So, jetzt, gut, wir können es auch nochmal deutsch stellen. So, ja, er sagt uns jetzt auch hier direkt, was wir machen sollen. Ja, Klimatest einschalten, Bluetooth aktivieren und mit dem Gerät verbinden. Das machen wir jetzt auch gleich. Das heißt, wir schalten das Gerät ein. Servus. Gehen direkt runter auf das Menü, ganz runter auf
Einstellungen, ganz runter auf Bluetooth. So, jetzt müssen wir erstmal dieses Bluetooth aktivieren. Zack, aktivieren und schon ist das Ding scharf. Jetzt können wir hier dieser App sagen, Verbindung aufbauen und er hat direkt das Gerät gefunden. Die Verbindung ist auch in Ordnung, das passt. Ja, wenn wir es jetzt vielleicht noch ein bisschen näher hintun, was tut? Ja, seht ihr, dann ist die Verbindung noch größer. Passt perfekt. So, koppeln. Und jetzt sollte der hier umschalten. Das macht er auch direkt. Zack, und wir sind drin. So sieht die App aus. Es ist auch nicht mehr. Ja. Ich habe hier über die Einstellungen die Möglichkeit, das abzudaten. Ja, die Software, die App kann die Sprache wechseln. Ja, bei mir sagt er jetzt auch gleich hier, bitte Firmware Update ist nötig. Vielleicht ist es ja schon Aluminium und Eisen. Ja, da muss ich mich jetzt nochmal dahinter klemmen. Und ich könnte hier eben die Verbindung wieder trennen. So, jetzt haben wir hier dieses Bildchen, der Haken, ja, wie bei meinem Logo, der zeigt an, dass alles in Ordnung ist. Und hier unten können wir jetzt zum einen die Location vergeben. Also wir können hier zum Beispiel 10 Schwimmbecken oder verschiedene Becken einfach einspeichern. Ich habe jetzt hier bei 1 einfach mein Studio drin. Zack, ist schon drin, brauchen wir nicht mehr speichern. Und hier bei Benutzer hätten wir jetzt auch wieder hier die Möglichkeit zu sagen, okay, wir sagen F-Schicht. Schauen wir mal, ob er das jetzt zack und gespeichert. So, wenn wir jetzt nochmal drauf gehen, müsste er drin sein. Perfekt, ist drin. Super. Und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, die Daten vom Gerät, die gespeicherten, einfach ja, hier runter zu bekommen. So, wir gehen mal drauf. Er ladet direkt die Daten. Ihr seht jetzt hier, wir kriegen hier 2 Exportdateien zur Auswahl. Einmal die CSV oder XLS. Ja, zack, runtergeladen, geöffnet. Und jetzt habe ich alles hier in dieser schönen übersichtlichen Tabelle. Ja, hier könnte ich ja, Datum, Uhrzeit, die Methode, der Wert, die Einheit, der Benutzer und so weiter und so fort. Also coole Sache, ja, wenn ich das einfach jede Woche oder jeden Monat einfach mal runterziehen, zack, abspeichern und habe hier einfach nochmal ein Backup zum Betriebstagebuch. Ja, kommen wir zum Fazit. So, ich habe das KEMATEST 35 jetzt seit 4 Monaten im Einsatz und ja, nach dieser Zeit muss ich ganz ehrlich sagen, ich möchte es nicht mehr missen, das Gerät. Es ist ein unheimlich hochwertig verbautes Gerät. Die Software ist intuitiv, übersichtlich, die ganze Menügestaltung ist eigentlich idiotensicher und es macht wirklich Spaß, hiermit zu messen. Was für mich ein weiterer toller Aspekt ist, dass ich eben hier die Kombinierung zwischen Photometer und Elektrometer quasi in diesem Multimeter habe. Ja, ich kann photometrisch als auch elektrometrisch messen. Was mich noch hier wirklich überrascht hat, ist diese Messgenauigkeit. Das ist unglaublich geil. Ich bin immer ein Freund davon, wenn ich schon Parameter messe, dann möchte ich auch wirklich das messen, was auch enthalten ist, also wenig Toleranz. Und mit diesem KEMATEST in Verbindung auch mit diesen Reagenzien kommen immer Top-Werte raus. Ja, viele sind immer der Meinung, gut, ein Messgerät ist ein Mittel zum Zweck. Das ist richtig. Für mich ist das Messgerät jetzt quasi in der Familie hinzugewachsen als weiteres Mitglied und es macht Spaß zu messen. Und das ist für mich ganz wichtig, dass Arbeit Spaß macht, beziehungsweise auch das Ergebnis hochwertig und genau ist. Ja, wo man sich vielleicht als fleißiger Messer, Probenehmer noch umgewöhnen muss, so ging es mir eben, ist die Tatsache, dass die Küvetten ja nicht mehr stehen. Aber einfach hier mit diesem Küvettenhalter brauche ich das auch gar nicht mehr, denn der steht. Ich muss mich natürlich in meinem Verfahren ein bisschen umgewöhnen, aber das ist auch recht schnell passiert und kann eigentlich nur zu einem positiven
Messergebnis führen. Ich habe mich hier nochmal mit Swan, also mit dem André, zusammengetan und wir haben mal gemeinsam überlegt, okay, was hat denn jetzt mein Zuschauer, also ihr da draußen davon, wenn ihr euch tatsächlich für ein Gerät oder eine Reagenz von Swan entscheiden solltet. Und jetzt kommt der Oberknaller. Ihr bekommt nicht nur dieses Gerät, dieses hochwertige Gerät, welches photometrisch und elektrometrisch messen kann, welches für mich so der Ferrari unter den Geräten ist, wo ich zu 1000% dahinter stehe, sondern ihr bekommt das Ganze natürlich mit meinem Siegel. Wir haben für euch ein kleines Geschenk mit dem Koffer dabei. Ihr bekommt natürlich auch den Schwimmbad-TV-Aufkleber in den Koffer mit rein. Und der absolute Knaller ist, ihr bekommt auch dann meinen Support. Ihr dürft nur eines nicht vergessen, wenn ihr den André oder mich dann anruft, sagt einfach Code SchwimmbadTV, dann wissen wir, dass ihr von dieser Videoreihe eben zu eurer Entscheidung gefunden habt. Ich darf mich bedanken für eure Zeit, dass ihr meinen Kanal natürlich unterstützt mit eurem Abo bzw. auch einem Like. Wenn ihr Fragen habt, auch gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ciao.